Moin Leute, willkommen zu einem kleinen Let's Play. Ich hatte echt mal wieder Lust, irgendwas zu Let's Playen und diesmal ein Spiel, das kennt bestimmt keiner von euch. Das ist ein Indie-Game, habe ich jetzt schon seit, lass mich nicht lügen, mindestens ein Jahr auf meinem Rechner drauf. Ist alles auf Russisch, wie man sieht. Da steht Skbet. Keine Ahnung. Es heißt auf Englisch Light und es ist alles auf Kyrillisch. Alles in kyrillischen Buchstaben. Und da ich kein Russisch sprechen kann und nicht schreiben kann und nichts kann auf Russisch außer Loschka, Nazdravje und das war's auch schon, habe ich keine Ahnung. Aber das Geile bei diesem Indie-Game ist die Grafik, ja. Guckt euch das mal an. Ich meine, hier sieht man noch nicht viel, wir gehen gleich mal raus. Was mich ein bisschen stört, ist jetzt hier der Mauszeiger, den kriege ich leider nicht weg. Wir haben auch keine Füße. Ich habe es auch schon mal gespielt. Also ich habe es, wann habe ich das gespielt? Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber irgendwie sind wir auch voll schnell gerade hier. Warum renne ich denn so schnell? Irgendwie auf Droge oder so? Also irgendwie rennen wir mega schnell, keine Ahnung. Ich hoffe, es klappt jetzt auch alles mit der Aufnahme. Ich habe auch mal meine Facecam irgendwie mit der Webcam versucht aufzunehmen. Das ist alles ganz, ganz merkwürdig, man, keine Ahnung. Ach, das hat alles nicht geklappt. Ich habe schon mal versucht aufzunehmen, da ging gar nichts. So, Spät. Oder so, keine Ahnung. Nomok set tebe. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß, ich habe viele russische Zuschauer, die können das bestimmt übersetzen, auch in die Kommentare schreiben, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich habe wirklich keine Ahnung, worum es hier geht. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt und es gibt ja auch nicht viel zum Spielen an sich. Es hat nicht viel Content. Es gibt weder irgendwelche NPCs, Monster oder sonst irgendwas, glaube ich zumindest. Ich habe es auch noch nie wirklich weit gespielt. Aber ich glaube, hier gibt es nicht so viel. Es geht einfach nur so um den Eindruck. Ich meine, es sieht schon für ein Indie-Game echt cool aus. Und muss auch noch zu sagen, so die ganzen Indie-Games, ich hole mir die immer auf Game Jolt, da gibt es echt ein paar, die sind echt richtig geil aus, muss ich sagen. Hat sich auch viel entwickelt in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, da kamen echt richtig geile Indie-Games, die auch wirklich einen großen, sag ich mal, Einfluss hatten, so auch auf die YouTube-Szene, Let's-Player-Szene. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr ein Let's Play, das ist wirklich mein erstes Let's Play seit langem mal wieder, ich meine, FIFA zählt jetzt nicht dazu. Jetzt hat die Musik aufgehört, na toll, wunderschön. Wir müssen ein paar Sachen finden. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo die alle sind. Es gibt hier so ein paar kleine Dinger, die man finden kann. Okay, das habe ich nicht gewusst. Wir sind gegengelaufen. Wir laufen gegen den Schrank gegen, Alter, und der fliegt sofort weg, Mann. Krass. Ja. Gehen wir gleich mal draußen gucken, was da los ist. Ist auch alles super leer. Hier ist wirklich nix, Alter. Das ist, aber ich mag so dieses Setting, dieses zerfallene, endzeitmäßige, das finde ich richtig geil. Die Filmrollen, genau, daran kann ich mich erinnern. Also es gibt irgendwo ein Kino, da kann man Film abspielen. Problem war, ich habe den Film nie abgespielt bekommen, weil es war kein Strom da. Man sieht ja alles zerfallen, alles ist verlassen, mit Strom sieht es schlecht aus, obwohl der Fernseher am Anfang, der war an. Ja. Jetzt dieser Sound, den mag ich gar nicht, das spukt so ein bisschen. Hört sich zumindest so an. Es gab irgendwo noch einen Schlüssel, um irgendwo, glaube ich, ins Kino reinzukommen. Wo der jetzt genau war, Alter, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe das Spiel einmal gespielt, das ist schon ewig lang her. Aber ich werde jetzt häufiger mal so ein Indie-Game spielen. Vor allem, das Gute an den Dingern ist, die kennt halt keine Sau, ne? Oder wenig, Leute. Wenn ich jetzt angefangen mit Minecraft oder so hat, man das tausendmal gesehen, obwohl Minecraft ist auch so ein Ding, das kann man immer wieder spielen, hätte ich persönlich auch wieder Bock drauf, weil das ist so, es ist an sich das Gleiche immer, aber irgendwie auch nicht, weil man halt seine eigene Story da hat, seine eigene Geschichte, man kann halt viel erzählen. Sag ich mal, wenn ich jetzt ein Spiel habe mit einer Story, kann ich jetzt schlecht anfangen, irgendwelche Geschichten zu erzählen über irgendwas, Gott und die Welt, keine Ahnung. Weil man will ja vom Spiel die Story mitbekommen, das ist bei Minecraft anders. Bei Minecraft, da baust du oder machst irgendwas, legst halt alles selber fest, was du jetzt machst, wie du da vorgehst. Und das ist halt, also dafür bietet sich Minecraft richtig geil an. Und ich habe auch wieder Bock, das mal zu spielen, so Let's Play-mäßig. Ob ich das mit Freunden spiele oder alleine oder halt auch irgendwie mit Modpack, ist eine andere Sache. Aber an sich hätte ich mal wieder Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, weil ich möchte schon mal wieder irgendwie Let's Plays machen. Ganz einfach auch darum, weil ich damit halt auch angefangen habe, irgendwie damals, ne? Also vor 2 Jahren ungefähr, auf diesem Kanal. Oh, ein Schlüssel, sehr gut. Kann man den noch nehmen, oder? Alter, ein kleiner Birdie. Und die Musik ist richtig geil jetzt. So. Wir können mal kurz
rausgehen, wenn ich den Ausgang finde, weil draußen gab es auch noch ein paar Sachen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, man kann auch nicht überall hin. Das ist da hinten, sag ich mal, das ist alles abgegrenzt, also unsichtbarer Bereich, unsichtbare Mauer. Hier geht's in den Keller, wo ich nie reingekommen bin. It's closed. It's closed. Also wir müssen irgendwie einen Schlüssel finden, um da reinzukommen. Wir haben zwar gerade einen Schlüssel gefunden, aber der ist fürs Kino, das weiß ich noch. Aber im Kino kannst du nicht viel machen ohne Strom. Das heißt, wir müssen in den Keller rein. Aber wie wir jetzt da reinkommen, muss ich erstmal noch rausfinden. Irgendwo da hinten gab es noch irgendwas zu finden. Hier zum Beispiel das Haus da hinten, da kann man auch nicht rein. Aber guckt euch das doch mal an, oder? Ich meine, für ein Indie-Game, was will man mehr? Sieht schon ziemlich cool aus. Ich meine, klar, es ist kein Crysis oder kein Battlefield oder so, aber es sieht schon ziemlich gut aus, ein Indie-Game. Vor allem auch, weil die Indie-Game, die Entwickler, sag ich mal, das sind ja kleine Studios. Teilweise auch nur eine Person, die daran arbeitet oder halt nur eine Handvoll. Und die haben halt auch nicht das Geld oder das Budget, was sie da rein investieren können. So ein Battlefield oder ein Crysis, man, das sind riesige Studios, die da arbeiten, ja. Und haben natürlich auch das riesen Budget und ganzen Merchandise und Werbung und alles drum und dran. Bei Indie-Games ist alles anders. Da steckt teilweise aber auch... Keys. Ich habe einen Key gefunden. Nice. Ach, das war der Schrank, den wir runtergeworfen haben. Ach so. Jetzt komme ich mich nach unten noch rein. Richtig geil auf jeden Fall. Jo, machen wir gleich mal hier. Bin auch noch ein bisschen verschnupft. Also meine Nase ist noch ein bisschen dicht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nochmal Nase schnauben müsste oder husten oder so, dann entschuldige mich schon mal dafür. Aber, ja, ist nun mal so. Ich möchte mal wieder was aufnehmen, deswegen habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich muss eigentlich ins Bett, Alter. Ich muss morgen hier richtig früh raus, um 8 Uhr auf Arbeit sein. Und ich fahre dann locker eine Stunde hin, wenn nicht sogar mehr, wegen Schienenersatzverkehr. Hat sich gereimt. Alter, ich war noch nie unten, ey. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt Monster gibt, weil ich war hier unten noch nie. Das sieht... Es sieht nicht wirklich einladend aus, sag ich mal. So, okay. Eine Frage, ja. Es ist alles verlassen hier. Alles verlassen, ja. Aber warum brennt hier eine Lampe oder eine Kerze, was es sein soll? Das kann doch nicht sein. Also hier muss doch irgendjemand die angemacht haben, weil... Ach, wir haben Taschenlampe übrigens auch, ne? Genau, mit F. Ja, siehst du, das weiß ich auch noch. Also hört es dann auch schon auf. So, das ist der Generator, wie es aussieht. Alter. Ist das laut? Ey, hier ist doch garantiert irgendwo jemand, ey. So, können wir wieder nach oben. Auf jeden Fall ist jetzt Strom an, wie man sieht. Die Lampen leuchten. Das ist schon mal ganz gut. I don't like that. Fuck, Alter. Ist doch ein Horror-Game oder was? Alter, ich dachte, hier ist so alles schon am Leuchten. Wunderbar, alle. Schön. Ich hab echt gerade. Mir geht echt gerade richtig die Pumpe. Jetzt sieht draußen ein bisschen friedliche Musik, alles so ganz schick, die Vögel zwitschern, alles hell. Ey. Alter, ich habe echt gerade irgendwie ein bisschen ein mulmiges Gefühl bei der ganzen Sache. Aber immer sieht doch alles gruselig aus, Alter. Scheiße, Alter. Fuck. Damit beende ich das Let's Play. Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Nein. Aber wenn ihr das selber mal spielen wollt, obwohl jetzt hier nicht viel zu sehen gibt an sich, ist das laut. Der Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal runterladen. Ist kostenlos natürlich. Also ich stelle jetzt hier keine Sachen rein, die kosten. Das Kino war jetzt wo gewesen? Alter, ich habe echt gerade wirklich Schiss bekommen mit diesem Schrein, ne? Was war denn das? Ich habe jetzt echt Schiss weiterzumachen. Hier ist das Kino auf jeden Fall. Da kommen wir aber auch rein, weil wir den Schlüssel haben. Hier ist keine Sau. Die Generator, den hört man bis hier oben, Alter. Der ist im Keller und man hört den immer noch hier oben. Play. Thank you.
ist das laut, Alter. Ich hab... Wir können jetzt aber nicht mehr. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich hab ein bisschen, bisschen Schiss, muss ich sagen. Alter, Jungs, das war so laut. Ne, ich hab einen Hörschaden. Da klopft jemand. Fuck. Fuck, fuck. Was ist hier los, Alter? Ne. Mm-mm. Könnt ihr das lesen? Was steht da? Bitte schreibt es in die Kommentare. Fuck, was ist hier los, Alter? Ne. Alter. Mir ist richtig warm gerade, richtig sweaty. Ich dachte, das ist kein Horror-Game. Was ist denn hier los, Alter? Mir voll verarscht, diese Spacken. Huh. Ich krieg die Krise. Huh. Alter, was ist denn hier los? Sieht man das richtig sweaty? Richtig nass. Sieht man das? Ich hoffe. Ich bin richtig am Schwitzen gerade. Was ist hier los? Wo geht's hier lang? Das ist wie ein Labyrinth, ey. Einfach Augen zu und durch, Alter. Wer heult da? Wohin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich komme mir nicht mehr klar, Alter, was ist hier los? Hä? Habt ihr noch irgendwie einen Überblick, wo es lang geht? Ich nicht mehr. Das hatten wir aber schon hier, dieses Ding. Was muss ich hier machen, Alter? Wo geht's lang? Auch steht überall ein Fernseher. Es ergibt einfach alles überhaupt keinen Sinn. Weißt du, es fängt so richtig friedlich an mit einem Vogel, der da zwitschert. Alter, die ganze Musik richtig fröhlich. Es scheint die Sonne. Scheiße. Oh nein, Alter. Oh, bitte nicht. Hallo? Bin ich im Himmel? Lebe ich noch? Was ist los? Was?
War's das? Also ich glaube, das war der Abspann. Also ich habe die Story jetzt nicht verstanden. Also ich weiß, was heißt Story? Story in dem Sinn gab es jetzt hier nicht, aber das Problem ist einfach, dass ich einfach nicht verstanden habe, was überall stand. Also die ganzen Schriften an den Wänden oder die ganzen Sachen, weil alles halt auf Kyrillisch, also auf kyrillische Buchstaben sind, auf Russisch halt. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben oder so, was jetzt der Sinn der Story ist. Oder was ihr meint, der Sinn der Story ist, weil es hat richtig friedlich angefangen, weil irgendwo so richtig horrormäßig diese Schreie, dieses Geheule unten im Keller oder was auch immer, wo wir da waren, im Labyrinth. Und was ist hier los? Alles weiß. Also ich denke mal, das war's jetzt. Ich denke mal, das Spiel ist zu Ende, weil hier passiert irgendwie gar nichts mehr. Ich kann auch nichts mehr machen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was jetzt hier der Sinn dieses Spiels ist oder was es jetzt alles sein sollte, weil ich habe keinen Plan, Alter. Ich habe nichts verstanden von dem Spiel. Außer interessant. Einfach mal zu sehen, wie gut ein Indie-Game aussehen kann, oder? Alter, ich habe richtig Schiss bekommen zum Schluss, Mann. Ich kann sowas nicht spielen. Ihr wisst ja selber, wenn ihr ein langer Abonnent von mir seid, dann wisst ihr, dass ich damals auch so Slenderman gespielt hatte oder so SCP Containment Breach oder so die ganzen Sachen. Alter, ich bin übelster Schisser bei so einem Spiel und wenn ich jetzt diesen Schrei da höre und alles so dunkel, ey, richtig creepy, Mann. Aber ich werde demnächst häufiger mal Horror-Games zocken, also wirklich Horror-Games. Weil ich da richtig am Sweaten bin, ich habe richtig Angst, richtig Panik bei so einem Spiel und ich glaube, das ist ganz witzig anzusehen. Ich hoffe, dass jetzt meine Webcam aufgenommen hat mit Facecam. Wenn nicht, dann springt aus dem Fenster. Geht morgen nicht auf Arbeit, weil ich im Krankenhaus liege. Ja, das war's von... der musste raus. Seit einer Stunde kratzt der Hals. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schauen, was ihr davon haltet. Ich werde das häufiger mal so eine Spiele spielen, Indie-Games vor allem. Und das war's mit diesem Video. Wenn ihr es selber spielen wollt, unten in der Beschreibung ist der Link zum zum Spiel. Aber viel mehr gibt's auch nicht zu sehen. Ich glaube, ihr habt alles gesehen jetzt vom Spiel. Von daher, naja, müsst ihr selber entscheiden. Bewertung nicht vergessen. Das würde mich freuen. Kommentar ist noch wichtiger. Ich will euer Feedback, ne? Das war's mit diesem Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.